Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Und in der letzten Folge waren wir mit dem Benny in der Jubiläumsfolge unterwegs und haben echt einiges hier abgeschlachtet. Das war ja ganz nett. Haben uns aber auf die Seite der von dem Institut geschlagen. Ja. Aber das interessiert hier noch niemanden, was ich momentan noch ganz nett finde. Ich würde ja am liebsten hier die ganzen... Wir haben uns hier alles schon angeschaut. Never. Wir können, müssen nur zurück. Diese ganzen... Ja, Teil Parts mitnehmen. Von der Rüstung etc. Das wäre ja echt eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, ich kann nicht... Ja. Das war mein Gedankengang. Piper, was kannst du noch so nehmen? Sag einfach Bescheid. Ich kann nicht mehr viel nehmen, gell? Ist immer so ein bisschen doof. Den können wir mal gerade... Das sieht doch gut aus. Piper nimmt das alles mal. Aber ich kann sie das nicht anziehen lassen, ja? Oder? Schade. Aber die Rüstung nehmen wir mal einfach mit. Kann ja nicht mehr als schlecht sein. Gucken wir uns gerade nochmal an, ob es da noch irgendwelche ganz netten Sachen gibt. Kronkorken zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig. Hey. Kronkorken. So. Patronen sind natürlich auch wichtig. Panzer der Railroad-Mantel, was es alles gibt. So. Die Patronen nehmen wir mit. Ah ja, okay. Ja, wir wissen, ich muss noch ein bisschen... Ach ja, ein bisschen leveln, um hier möglichst... Ja? Nein. Um mehr Waffen, Rüstungen etc. machen zu können. Das wäre eine ganz geile Sache. Das läuft ja leider nicht so einfach. So. Den nehmen wir einfach mit, weil wir es können. Das Klebeband nehmen wir auch mit. Das brauchen wir ja generell. So, dann gehen wir mal zurück nach Charlestown. Da sind wir schon in Charlestown und ich höre... So, hier darf ich nichts klauen. Ach ja, ich habe so einen Skin umgeändert, deswegen sieht jetzt die Piper nicht so schön weiß aus wie vorher, sondern das ist jetzt alles so. Wirkt doch besser. Das mit dem Weiß, das war so eine Stormtrooper-Skin, aber wenn man da... Oha. Wer war denn das? Überall die Körper abgeschlagen. Das geht aber nicht. So. Sie können sich nicht vor uns verstecken. Können sie doch. Hab ich hier Gegner? Ja. Das ist das Gute dran. Die haben alle noch ein bisschen Respekt vor uns. Aber nur ein bisschen. So, wo soll ich denn überhaupt hin? Ich soll wahrscheinlich zum Fuddle. Die Schlacht von Bunker Hill. Sprich mit Vater in den Ruinen des... Ja, da soll mir jetzt hin. Aus dem Feuer? Warum ist aus dem Feuer? Achso, das muss ich auch noch machen. Ach, da gehen wir gerade mal zum Preston. Na, das war doch richtig. Was mache ich denn wieder? So, gehen wir mal zum Preston. Und sagen, ey, Preston. Du alte Kamele. Ich habe hier mal wieder was gemacht für die Minuteman. Also sei mal ein bisschen dankbar. So. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. So, ich steig mal gerade aus der Rüstung aus. Und drin ist... Jetzt herstellen für... Reparieren. Reparieren. So. Oh, den Helm. Den Helm. Da war noch nichts.
2, das geht. Unbehandelt. Okay, wir brauchen noch mehr Kleber. So. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte im Sonnenlicht. Das klingt natürlich. Prisma-Abschirmung erhöht Energieresistenz, Explosionsschutz. Ja, alles ganz nett. Ja, verlassen. Ich würde den gerne so umlackieren. In was Geiles. Ob es da auch so einen Custom-Shop gibt? Selbstdiagnose abgeschlossen. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen Junge, werde. Junge, das ist eine Menge Metall. Ja, so ist es, Piper. Ein wirklich schöner Abend, meinen Sie nicht auch? Achso, das sind meine X1-Rüstungen, aber die können wir ja eigentlich... Wir gehen einfach rein. Meine Systeme arbeiten weiterhin bei maximaler Effizienz. So, wieder raus. Keine Sorge, Sir. Ich werde alles tun, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Achso. Ha, Piper. Manche Tage sind hart. Schnauze. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher Piper? Zu ertragen. Piper? Da. Ich wollte schon sagen. Hey! Was gibt's da? Gib mir einfach mein Zeug wieder. Das wäre ganz nett. Was brauchen wir? Den Helm. Den Torso. Den lagern wir irgendwo ein. Werden wir nicht wirklich vorankommen. Kaputte Gegenstände. Ich hoffe, Sie wissen meine Gesellschaft zu schätzen. Ah. Wir bilden ein sehr effektives Team. Geht doch. Keine Sorge. Meine optischen Sensoren sind... Ah, den reparieren wir auch. Weil dann haben wir das alles mal da. So, ausrüsten. So. Gut. Verlassen. So, jetzt haben wir nochmal eine komplette Rüstung. Bringen wir nach oben. Alles muss hier seine Ordnung haben. Von daher. Stellt euch nicht so an. So, was haben wir denn hier? Die sind ja alle komplett, gell? Ja. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Ja, ich hab's kapiert. So. Wunderschön. So, lass mal gerade die Klamotten, wollte ich schauen. Ne, bei uns. Ja, komm, den können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das verkaufen wir alles. Genau. Ich lagere Mama da ein. So. Das war's auch schon. Jetzt gehen wir gerade mal zum Braxton. Oh, ich bin auch voll. Ah, der ist draußen. Scheiße. Okay, ich muss unbedingt noch den ganzen Scheiß verkaufen. Die Gammelkala. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Ja, so ist es. Heulsoße. Echt nur am Rumheulen, der Kerl. Die ganze Zeit nur am Rumheulen. Bla. Nein. Entschuldigung. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Okay. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Die Teile können wir auch irgendwann mal ein bisschen umsetzen. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Zugewiesen am Essen. Okay.
Spezial. Okay. Was ist das? Totem. Was bringt mir ein Totem? Was bringt mir ein Totem? Kann mir das jemand sagen? Zäune, Türen, Stall. Was bringt mir ein Stall? Kann mir das jemand sagen? Ich bräuchte eigentlich die Shops, gell? Verkäufer. Rüstung, Waffen, Gastronomie, Klinge, Kleidung. Lokaler Anführer, Rang 2, was ich alles noch brauche. Leute, das wird doch so nix. Gut. Dann renne ich jetzt nochmal zu... ich kann doch bestimmt dort unten dann bei der Railroad schön verkaufen. Ich hoffe das zumindest. Das wäre sehr gut. Und da sind wir auch schon. Hui. Ihre Anwesenheit ist ein großes Geschenk. Nicht nur für Vater, sondern für uns alle. Ja, so bin ich. So liebt man mich. Willkommen. Benötigen Sie zusätzliche Vorräte? Ja, benötige ich. Ich möchte handeln. Ja, ich schau mal, was du hast. Da hat gar kein Geld. Wir haben den schon so abgezockt. Scheiße. Ich meinte, sowas aber. Ah gut, dann gehen wir mal zum Vater. Ach, der ist in den Ruinen. Ach, bin ich doof. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater... Vater ist jetzt oben. Mal schauen, was der uns zu erzählen hat. Zup, da bin ich. Wo ist Piper? Da, Piper. Ist denn nicht wunderschön? So, Vater, wo bist du? Lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Die ist da. Der ist da. Wo schaue ich hin? Ich sah, schau zu. Zur Power-Rüstung. Okay. Ich hab doch meine Power-Rüstung an. Sehr verwirrend. Wenn wir uns nicht beeilen, sind wir nicht mehr lange glatt heute. Okay. So, Vater, ich komme. Was ist los? Vater. Entdeckt? Seltsam. Sensor meldet feindliche Präsenz. Was sind die denn nur? Erwischt! Schießen die alle auf mich? Was soll denn das? Ey, Vater! Vater! Das kann. Das geht doch nicht. So, und da, Mother. Piep. Bewegung entdeckt. Eine nehme ich. Zeit von Menschen vorüber sein. Jetzt Zeitalter von Supermutanten. Ach. Bist du noch immer da? Okay, aus. Ah, das ist natürlich schon. Da komme ich noch hoch. Vielleicht hier lang, ne? Aber auch nur vielleicht. Oh, sie. Ach, wie hübsch. So. Ich schnapp euch. So. So, die Munition nehmen wir, die Fusionszellen. Wo auch immer sie hin. Ah, Kronkorken. Ihr braucht mehr Kronkorken. Ihr braucht alle mehr Kronkorken. Das geht doch so nicht. Okay, wenn du das sagst, dann... Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Mein Übermut. Ja, das wird irgendwann nichts mehr. So. Den Commonwealth. Wollt ihr mich verarschen? Stabshakt.
Das sind nur die Toiletten. Piper, irgendwo muss es hier noch runtergehen. So ein Raum. Ist ja nicht wunderschön. Geht's auch noch hoch? Oh nein! Scheiße. Falsch gelaufen. Ich dachte, es wäre eine normale Tür. Fuck. Dann gehen wir halt wieder zurück. Der ist wahrscheinlich auf dem Dach oder so. Das ist das, dieses entscheidende, kritische Problem bei der ganzen Sache. Deswegen sagt er mir hier durch, da durch und sowieso. Ich bin gespannt. Na komm, wir machen es einfach. Mehr als falsch sein kann es nicht. Wir werden es ja gleich merken. Oh, du bist so blöd. Ja, leck mich. Ja, bin ich. Vater! Der ist auf dem Dach wahrscheinlich. Die Sau. Die Tür geht nicht auf. Die gehen alle nicht auf. Gehen wir wieder runter. Also irgendeine Tür übersehe ich. Ist mir klar. So, und wieder rein. Kennt man ja. Voll abgefahren. Geh. Der hat sich auch gerade noch bewegt. So. Erstmal hier lang, um dann herauszufinden, das ist der falsche Weg. Ja. Ich meine, hier ist es immer so blau abgeschirmt, warum auch immer. Was? Vater. Dahin. Scheint doch irgendwie von außen, ha? Huh? Ist doch nicht. Hä? Na komm. Ich check's nicht, tut mir leid, gell? Jetzt irre mir hier rum, wo soll ich denn hin? Habe ich irgendwas gerade übersehen? Irgendwas habe ich übersehen. Nein. Und sowieso. So, dann suchen wir mal. Was war das? Vater. Wo geilst du denn rum? Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Heul nicht. Okay, hier kommen wir auch nicht hoch. Ich check's nicht. Piper, aus dem Weg.
Sowas liebe ich ja. So, gehen wir mal da hinten hoch. Oder hier vorne. Gibt's auch nichts. Irgendwas übersehe ich. Piper. Da war noch eine andere Treppe hoch. Tut mir leid. So. Irgendwas übersehe ich. Oder habe ich übersehen? Ich weiß nicht was. Ich bin die erste Treppe hoch und da hinten ist noch eine. Vielleicht. Ja. Ja. Natürlich. Es hätte so einfach sein können. Entschuldigt bitte, meine Herren. Scheiße. Natürlich. Natürlich. Die Treppe übersehen. Vater! Vater! Mein Sohn! Was starrst du so an? In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal. Okay. Seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Okay. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Was? Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Okay, das heißt, warum bist du dann hier? Sarkastisch. Es war mal anders, nicht so schlimm. Warum bist du dann hier? Warum bist du dann hier? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Sie haben mich am Leben erhalten. Aber warum mich erneut einfrieren? Natürlich als Sicherung. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Warum jetzt? Du hast mich rausgelassen. Warum lasst ihr mich jetzt raus, nach dieser langen Zeit? Das ist... Kompliziert? Schwer zu erklären. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So... eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. War es das wert? Ich bin nur ein Experiment. Tja, hier bin ich. War es das wert? Ich glaube schon. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Umfunktioniert? Muss es sein. Zeitverschwendung. War es wert? Ich will nur wissen, was los ist. Was meinst du damit?
dass die Synths umfunktioniert werden. Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. So bin ich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Menschen neu definiert. Hui! Okay, was hast du? Hey! Was kann ich für dich tun? Hey, Piper! Hast du Hunger? Ja! Die Dinge halten mich immer am Laufen. Das ist schön. Meinung? Was meinst du? Denk nur mal daran, was eine Gruppe Supermutanten mit Atomwaffen mit einer Stadt wie Diamond City hätte anstellen können. Oder auch nicht. Was meinst du? Das Institut ist bereit, Bunker Hill auszulöschen? Nur um ein paar Leute zu erwischen, die allein durchkommen wollen? Monster. Okay. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Ich bin bei der Person, die ich liebe. Und helfe Menschen, die Hilfe brauchen. Kann mir kein besseres Leben vorstellen. Gut. Das ist alles. Sicher. Gut, ab ins Institut. So, dann wollen wir doch mal schauen, was da unten noch in dem Rad passiert. Beziehungsweise, was wir mit dem Rad besprechen oder was der Rat zu besprechen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Wir sind für die Synths unterwegs. Mal gucken, ob es sich lohnt oder auch nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut und ciao.